hier so sicherlich lange. Tür und Tor meiner Weisheit stehen dir sperrangelweit offen. Was ist ein Orgasmus? Meine Güte, Bean. Da fragst du genau den Allerrichtigsten. Dieses Gespräch habe ich gerade geübt. Du weißt schon, wegen dem Kleinen. Ich bin ganz Ohr. Also, okay. Das sind so lusterfüllte Muskelzuckungen am Ende eines sexuellen Interaktionszyklus, weißt du? Das ist körperlich, hormonell. Und wenn du es richtig machst, ist es auch voll emotional, Mann. Beantwortet das deine Frage? Gott. Jetzt habe ich noch mehr Fragen, Mr. Beauchamp. Also, jetzt im Moment geht's nicht, aber hallo. Wir setzen uns demnächst mal mit einer Flasche Partyschnaps zusammen und dann erzähle ich dir alles, was du wissen willst. Ganz im Ernst. Das habe ich noch am Ende der letzten Folge mitbekommen, dass er... Liebe Güte, Wikipedia läuft unter Volldampf. Danke. Dass er gefragt hat, sie sind doch Beauchamp oder so. Und dann schnell hin. Kim, hast du es gehört? Der hat schon wieder gefragt. Ich will Menschen helfen. Aber erst einmal... Hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry New Dawn. Bis er nochmal anfängt, Kamina zu fragen, gibt's auch ein paar hinter die Löffel. So, wieder Pflanzen da, dann auf jeden Fall ernten. Ich dachte schon, es geht wieder irgendwie los. Ich hoffe, Kim ist stolz auf das, was sie hier organisiert hat. Wie ja einige oder viele über Leute reden und vielleicht denken, dass sie gerade alleine sind oder die Person nicht zuhört. Es muss doch komisch sein für Kamina, wenn sie ständig mitbekommt, wie Leute über sie reden und sie halt wirklich nahe steht. Wen denn? Du hast Joseph gesehen, oder? Bleibst du noch bei uns oder bist du auch verrückt geworden? Bitte jagt nicht die Welt in die Luft. Ich kann gar nicht genug betonen, wie enttäuscht ich wäre, wenn wieder all die Arbeit umsonst war. Mal gucken, wie das Ganze enden wird. Willst du den Highwayman ein großes Fickt euch schicken und dabei geiles Zeug abstauben? Dann hör mir zu. Weißt du, so wie du austeilst, ist mir etwas aufgefallen. Du weißt, was man sagt, wenn Leute sterben, scheißen sie in die Hose? Bei den Highwaymen ist es andersrum. Sie sehen dich, sie scheißen sich in die Hose und dann sterben sie. Das ist Poesie. Einfach wunderschön. Wir brauchen mehr Schönheit in der Welt. Mehr Kaufen. Du weißt, was ich meine. Also, hör mir zu. Ich habe nur drei Wörter für dich. Alcatraz. Highwaymen nehmen da alles mit, was sie finden können. Eine ganz große Aktion. Nun, das heißt, dass die Operation Scheiß doch drauf begonnen hat. Wenn Hollywood uns irgendwas gezeigt hat, dann, dass man immer irgendwie rein oder rauskommt aus diesem Drecksloch, richtig? Legen wir los, freue mich schon sehr. Es macht Spaß. Logbuch. Insel Alcatraz. Alcatraz ist jetzt das Zuhause einer Einheit der Highwaymen, die es als abgelegene Festung nutzen, um dort ihre geplünderten Waren zu lagern und zu beschützen. Mach mal. Nicht gespeicherter Fortschritt geht verloren. Okay, nehmen wir in Kauf. Wird optisch vielleicht nicht so schön sein wie die letzten beiden Karten, aber... Eine pinkfarbene Fackel. Was? Jetzt habe ich nicht zu Ende gelesen. Alcatraz, hier war ich als Kind mal. Aber nicht als Gefangener. Hör zu Besuch, ich schwöre. So. Da, wo es rosa leuchtet, da ist das Piepse-Paket. Okay, sobald du das Paket hast, sage ich dir, wo wir uns treffen. Hawaii, hol sie dir, Levin. Vorsicht, an dem Paket ist ein GPS-Sender. Die Highwaymen werden ihm überall ihn folgen. Bonne Chance. Wie immer das Gleiche am Ende erzählt. Oh, Haifischis, das war jetzt nämlich keine Tigerforelle. Sieht wieder schön aus. Ah, wir zoomen etwas rein, schade. Das kann man aber auch wunderschön als Hintergrundbild benutzen. Oder so, mit der Sonne oben links. Sucht es euch aus. Na, auf YouTube kommt ja sowieso das Komprimierung dazu. Da sieht es nicht ganz so schön aus.
Hier unten wird ja noch keiner sein. Da oben müsste doch eigentlich jemand sein. Ist doch eine wunderbare Position von den Scharfschützen. Aber hier bei uns ist noch niemand. Dann gehen wir mal ran an den Speck. Hier gibt es doch bestimmt noch Plünderkram. Okay. Hier kommen wir bestimmt hin, oder? Weil hier ist ja schon ein Geschütz aufgebaut. Gut, das muss nichts heißen, aber hier könnten wir uns ganz gut verteidigen. Es gibt nicht viele Wege zu uns. Leider liegt hier oben nichts. Aber mal überraschen lassen. Okay. Kein Problem damit. Kein Ärger für Carmina. Das freut uns. Und dann sagt Kim noch hier, Carmina darf nicht mehr mit uns um die Leuchttürme ziehen. Das wäre schlimm. Die Bugger und Kistanche. Ist das eine Schlange oder ist das bloß der Wind? Es wird langsam so richtig dunkel. Ich glaube, ich will auch auf der anderen Seite hoch. Oh, Patrouillenfahrt. Carmina wird natürlich nicht gesehen. Okay, das ist praktisch das Boot aus dem Freizeitpark. Aber den jetzt während der Fahrt abzugreifen, das war jetzt... wäre jetzt bestimmt nicht geglückt. Wie noch vor ein paar vielen Folgen. Im Grün. Hofmesser habe ich noch, ne? Ja, habe ich noch ausgewählt. Der Typ fährt auf seinem Quad bestimmt einfach nur noch rund um die Insel. Und zwar durchgehend. Kupfer. Kommt er gleich noch vorbei? Doch nicht, okay. Es klang so. Wir könnten auch da dann abdampfen. Seht ihr da gerade irgendwo ein Geschütz stehen? Also ich auf den ersten Blick nicht, aber das wäre halt auch recht abgeschieden. Da liegt noch eine gelbe Kiste. Schnell hin. Carmina, wenn du gelbe Kisten siehst, alles, was da drin ist, mitnehmen. Hier links von uns ist jemand zu hören. Dann gehe ich erstmal ein Stück an der Mauer entlang. Ob der Typ auch hier hochfahren kann oder will? Der Bogen ist leicht im Weg. Achso, wir müssen Carmina noch mal irgendwo festsetzen. Der Autotyp kommt vorbei. Mit einem Doppelsprung kommen wir hoch, aber dann wird es, glaube ich, eng. Viele Leute haben wir bisher nicht gesehen. Wir hören schon ein paar. Ich wechsle die Stellung. Wie er uns einfach nicht mitbekommt, obwohl er uns so halb entgegenläuft. Trottelkopf. Ah, vielleicht ist er ja blind. Kann ja sein. Mit dem Granatwerfer jetzt als Seitenwaffe, das ist schon etwas krass. Soll ich ihn runterschmeißen oder nicht? Ich lege ihn mal hier in die Ecke.
Würde ganz gerne erstmal hoch, um mir einen Überblick zu verschaffen. Wo kommt denn das schöne Licht daher? Knarz. Hier kann man sich schön zurückziehen. Hier piept's schon. Das Paket ist in der Nähe. Zu unserer Linken ist wer? Da rechts ist niemand zu sehen. Sind die Ärsche unten? Was machen die denn da, Kriminelles? Auch wieder am Tisch sitzen. Ein Doppelpfeil wäre nicht verkehrt, jetzt geht aber einer. Mist, wo sind andere jetzt hin? Eigentlich wollte ich jetzt beide abknallen, nachdem der eine sich von ihm abgewandt hat. Das geht doch schief, der entdeckt ihn doch bestimmt gleich. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich runtergehen soll oder nicht. Oh oh. Jetzt hätte jemand hinter mir stehen müssen. Ich leg den zumindest mal in der Ecke. Gibt's hier noch Sammelkram? Bestimmt, aber ist die Frage, wie viel nehmen wir da noch mit? Links ist auch hier jemand zu hören. Im Suchgebiet sind wir noch nicht, aber es hat teilweise schon ganz schön laut gepiept. Hier geht's auch hoch. Das ist sehr einladend. Darf ich mitlesen? Wer macht der Ärger? Du. Aber jetzt nicht mehr. Am liebsten würde ich ihn ja runterschmeißen. Am besten ins Wasser. Ups. Gut, wieder einer weniger. Jetzt gehen wir mal aufs Dach und gucken, ob wir da noch ein paar Leute finden, die wir ganz einfach abgreifen können. Müsste das Piepen auch gleich wieder kommen. Auf der Ebene scheint gar keiner zu sein. Einfach nur umnieten oder auch wegschleppen. Ich könnte ja mit einem Doppelsprung, glaube ich, hochkommen, aber ich lasse ihn jetzt liegen. Räumen deren Dreck nicht mehr weg. Nö, sehe ich gar nicht ein. Hier drin müsste jetzt jemand liegen von denen. Da ist Rosa und da links ist jemand. Ach, da drin ist es, okay. Dann döpfen wir runter und dann macht es noch Lärm oder wir berühren ihn dabei. Den Fall will ich mir doch wiederholen.
Gewehrmunition und Kupfer. Hier schwätzt noch jemand auf dieser Ebene, oder? Mal gucken, mal gucken. Womöglich auf dem Dach, deswegen müssen wir ja aufpassen, wenn wir hier lang gehen. Ich mache jetzt mal das Schloss auf und dann sehen wir mal zu, dass wir uns verpieseln. Vielleicht in die zweite Ecke, die ich entdeckt habe. Oh, das ist scheiß laut. Einfach nur mit einem Pfeil. Ist klar. Mann. Wir sind so nah dran und doch so fern. Ich habe den Untergang der Zivilisation nicht überlebt, um ihn ins Gefängnis zu machen. Ob die jetzt irgendwie... Nö. Klar, die haben es mitbekommen, aber nicht so, dass jetzt jemand ankommt. Das ist wirklich nicht hier oben. Voll die Fallverschwendung. Hier wäre noch ein Geschütz. Hä? Oh, jetzt bin ich erschrocken, deswegen... Oh Mann, jetzt ist bestimmt ein Kackvieh drin. Hier ist der Tresor. Die Leute bekommen was mit. Musik kommt aber noch nicht auf. Wenigstens ist San Francisco nicht weit weg. Vielleicht sollte ich Will hinschwimmen lassen. Wir müssen aufs Dach. Anleger, ich komme auch dorthin. Anleger, welcher denn? Wir können erstmal hier oben warten, also da wäre einer. Der ist wer? Durchsuch das Gebiet. 6 Sekunden noch. Klingt gut. 6 Sekunden noch. Sie ist unter uns, die Ausrüstung bewegt sich. Das ist keine Nee, über euch. Also von hier können wir recht schnell auf den Heli reagieren, weil wir runtersegeln können. Also verschwende keine Zeit und lass uns so schnell es geht abbauen. Abbauen. Oh oh. Super Kamina. Oh oh. Du willst doch plündern. Sterbe ich deswegen noch. Nix Dieb. Das gehört uns schon immer. Oh oh. War nicht hier. Oh, ein Tankmensch, Frau. Oh, Kamina, da ist dein Kopf in Gefahr. Schieß den Helikopter ab oder das Zeug ist weg! 50 Sekunden noch. Geht aber voll daneben, die Rakete. Ah, ich habe eigentlich zu lange auf ein Sturmgewehr verzichtet. Es macht echt Spaß, wieder damit zu spielen. Der könnte noch unseren Typen ärgern. Da sind fiese Typen! Da fliegt was Fieses. Du musst irgendwas tun! Wie ist denn das geschafft? Scharfschütze? Ich bin hier!
Okay. Ah, Scharfschütze. Wir brauchen mehr Geschwindigkeit. Und tot von oben auch noch. Ja, und einfach ab. Was? Wo ist Kamina? Da fehlt doch Kamina. Wir haben Kamina vergessen, wir müssen noch zurück. Aber Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Das ist schon cool gemacht. Keine Frage. Ich bin einfach gewillt, noch die anderen Expeditionen zu machen, zumindest alle einmal zu sehen. Brauchen wir zwar jetzt nicht mehr, jetzt hätten wir schon alles, was wir uns erträumen können, aber läuft gerade ganz gut. So, erst nochmal Munition auffüllen, bevor ich das noch vergesse. Ich gucke erstmal kurz nach Kamina. Ach Mädchen, wie hast denn das geschafft? Schon wieder einen Scharfschützen gefunden? Hat das MG42 eigentlich auch panzerbrechende Munition? Gut. Dann schauen wir uns mal die nächste Expedition. Die nächste Expedition in der nächsten Folge an und bis dahin macht's gut und ciao, tschüss. Das klingt wie. Naja, da fehlen mir die Worte. Mr. Beauchamp, Sir, dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? Ich bin stolz auf das, was wir hier aus.